Willkommen in einer neuen Welt. Einer Welt, in der sich die Erde nicht mehr dreht. Jede Nacht dauert 6 Monate. Während Miami hier wieder unter einer Schneedecke liegt. Und auch jeder Tag dauert 6 Monate. Und eine erbarmungslose Sonne versenkt den Planeten. Der Sonnenstrahlungsindex ist heute extrem hoch. In dieser Welt sind viele Städte im Meer versunken. Oder fast menschenleer, weil die Luft zu dünn zum Atmen ist. In dieser fremdartigen Welt kämpfen wir ums nackte Überleben. Dieses Szenario zeigt, was passieren könnte, wenn die Erde plötzlich aufhören würde, sich zu drehen. Und wie auf der Erde alles miteinander zusammenhängt. Dieser eine Faktor kann alles andere verändern. Es ist eine elementare Tatsache. Planeten drehen sich. Vor 4,5 Milliarden Jahren entstand unser Sonnensystem aus einer wirbelnden Wolke aus Gas und Staub. Seitdem drehen sich auch die Planeten, die sich in dieser rotierenden Wolke formten, bis zum heutigen Tage. Am Äquator dreht sich die Erde mit mehr als 1600 Kilometern pro Stunde. Doch mit der Zeit wird sie immer langsamer, um etwa 2 Sekunden in 100.000 Jahren. Doch jetzt treten wir auf die Bremse. In nur 5 Jahren wird die Erde überhaupt nicht mehr rotieren. Was würde mit unseren Ozeanen geschehen? Unseren Kontinenten? Mit der Luft, die wir einatmen. Was würde aus uns werden? Am ersten Tag ist die Verlangsamung der Erdrotation kaum spürbar. Weniger als 1 Kilometer pro Stunde. Aber die Folgen wären dramatisch. Am internationalen Flughafen von Miami treten erste Probleme auf. Miami Tower, American 553, habe gerade auf Endanflug gedreht. Die meisten Verkehrsflugzeuge werden mithilfe von GPS gesteuert. GPS stützt sich auf verschiedene Satelliten, die einem Flugzeug seine Position mitteilen. Ein Hauptfaktor dieses Systems ist die Zeit. Uhren an diesen Satelliten sind in ständigem Kontakt mit dem Boden. Die US-Regierung legt die Zeit mit Hilfe von Atomuhren fest, den präzisesten der Welt. Wenn die Erde langsamer wird, bringt das diese Uhren nicht aus dem Takt. Doch die Basisstationen, mit denen die Satelliten kommunizieren, sind nicht dort, wo die Satelliten sie vermuten. Im GPS-System ist eine drastische Geschwindigkeitsänderung der Erddrehung nicht vorgesehen. Das sensibel austarierte System gerät aus dem Gleichgewicht. Mit katastrophalen Folgen. Tower, American 721, aborting approach. Repeat, aborting. Computer versuchen, die Flugzeuge weit ab der Flughäfen landen zu lassen. Hunderttausende Leben sind in Gefahr, wenn weltweit die Navigationssysteme von Flugzeugen nicht mehr funktionieren. James, you going in? No, I should be there for 9. Creative team's in place. Strategy, marketing team, we're good to go. Tom's in. The whole market. Come here, you. Chicago, fast 2000 Kilometer entfernt. Der kleine Unterschied, der in Miami den Flugverkehr lahmlegt, fällt kaum auf. Doch die Verlangsamung der Erddrehung hat eine Kettenreaktion ausgelöst, die nicht mehr aufzuhalten ist.
Regelmäßig stellen wir unsere Uhren, damit sie synchron mit Mutter Natur bleiben. Wenn unsere Tage länger werden, geschieht dies extrem langsam. Wir haben Zeit, um uns darauf einzustellen. Aber was, wenn es um 9 Uhr morgens plötzlich dunkel ist? Was, wenn es um Mitternacht hell ist? Was, wenn unser Zeitrhythmus aus den Fugen gerät? Wissenschaftler haben eine sprunghafte Abnahme der Erdrotation bestätigt. Einige behaupten sogar, dass die Erde in nur 5 Jahren aufhören wird, sich zu drehen. Die Folgen wären verhängnisvoll. Kein Land bliebe verschont. In den Städten der Welt häufen sich die Probleme schon in der ersten Woche. Die Tage werden kontinuierlich länger. Jeder Tag ist anders als der vorherige. Sekunden und Minuten werden bald zu Stunden und Tagen. Der 36 Billionen Dollar schwere Weltaktienmarkt befindet sich im freien Fall. Die Ungewissheit hat die Zuversicht der Investoren zunichte gemacht. Was geschieht mit der Welt, wenn der Tag länger als 24 Stunden dauert? Nach 2 Wochen hat sich die Erdumdrehung um fast 15 Kilometer pro Stunde verlangsamt. Und die Kettenreaktion nimmt Fahrt auf. Die Verkehrsluftfahrt beschränkt sich auf das Nötigste, angesichts eines Rekordes von 470 Unfällen weltweit. Mehr als 2¼ Milliarden Passagiere befördert die zivile Luftfahrt jährlich. Doch angesichts wachsender Sicherheitsbedenken werden nun Flüge gestrichen. Mehr als 10 Milliarden Mal im Jahr fahren US-Amerikaner mit Bus und Bahn. Jetzt, da Flugreisende nach anderen Transportmöglichkeiten suchen, werden es noch viel mehr. Auf einer Erde, die langsam ihre Drehung verliert, ist die Zeit das erste Problem. Aber nach 2 Wochen zeigt sich ein neues, viel ernsteres Problem: die Ozeane. Unser Planet ist keine Kugel. Er ist an den Polen flacher und in der Mitte breiter. Die Erdrotation ist eine der Kräfte, die das Wasser am Äquator hält. Doch da diese Kraft schwächer wird, beginnen die Ozeane sich zu bewegen. Die Meere fließen vom gewölbten Äquator in Richtung der Pole. Über 1 Milliarde Kubikkilometer Ozean sind in Bewegung. Nördliche Regionen wie die kanadische Arktis wären zuerst betroffen. 3 Monate nachdem die Erde sich verlangsamt hat, schwappt Wasser über ihre Küsten, wie bei einer überlaufenden Badewanne. Die Meeresspiegel steigen weiter an. Die kanadische Regierung hat eine vollständige Evakuierung der Arktis angeordnet. Doch damit nicht genug. Wenn sich die Meeresspiegel verändern, hat das auch Einfluss auf die Luft, die wir atmen. Unsere Atmosphäre verteilt sich gleichmäßig über den Planeten. Zugleich rotiert sie synchron zur Erde. Wenn sich die Erddrehung jedoch verlangsamt, folgt die Atmosphäre den Ozeanen in Richtung der Pole. Zuerst würde es daher Städte in den Tropen treffen, wie Rio, Mumbai oder Singapur. Ihnen wird die Luft buchstäblich ausgehen. Doch auch höher gelegene Städte weiter im Norden haben zu kämpfen. Bergsteiger, die in den Rocky Mountains klettern, bekommen dies drastisch zu spüren. Das Atmen in Höhen von 1500 Metern entspricht nun einer Höhe von 4500 Metern. Schon bei weniger als 2500 Metern wird man höhenkrank. Ab etwa 5000 Metern kann man nicht überleben.
Die Welt verändert sich schnell. Doch das Schlimmste steht erst noch bevor. Seit 4 Monaten nimmt in unserem Szenario die Erdrotation stetig ab. Inzwischen drehen wir uns 225 Stundenkilometer langsamer als früher. Jeder Tag ist fast 28 Stunden lang. Das bedeutet 2 Stunden mehr Tageslicht und 2 Stunden mehr Dunkelheit. Die entgleitende Zeit hat unsere Welt, die Ozeane und die Atmosphäre ins Chaos gestürzt. Russische Behörden berichten, dass die großen Ölfelder nun unter Wasser stehen und das Land kurz vor Wintereinbruch in eine Brennstoffkrise schlittert. Bisher haben Überschwemmungen und dünne Luft kaum Opfer gefordert. Die Menschen arrangieren sich. Doch plötzlich taucht weltweit ein neues, tödliches Problem auf. Erdbeben. Dort, wo es zuvor nie welche gab. Die Erde besteht aus 3 Schichten. Einem flüssigen Kern, einem festen Mantel und einer harten Außenkruste. Alle rotieren zusammen. Doch wenn die Erddrehung nachlässt, verlangsamt sich jede Schicht mit einer anderen Geschwindigkeit. Eine enorme Reibung entsteht. Die Erde bricht buchstäblich auseinander, von innen nach außen. Die Gewässer von San Francisco sind erdbebengefährdet. Doch jetzt messen Ozeanographen bisher nie dagewesene seismische Aktivitäten. Tiefe Risse im Meeresboden setzen starke Hitze frei. Fische, die durch die Druckwelle getötet wurden, werden an die Strände geschwemmt. Aktivität hat im Großraum Chicago den Verkehr zum Erliegen gebracht. Wer zu Hause bleiben kann, sollte das unbedingt tun. Geologische Katastrophen sind nur eine Extremfolge einer langsameren Erddrehung. Nicht minder drastisch sind die wandernden Ozeane. Durch die geringere Zentrifugalkraft bewegen sich die Ozeane von der Äquatorauswölbung zu den Polen. Der Ozean in der Arktis war einst um die 4.500 Meter tief. Mittlerweile sind es mehr als 13.000. Das ganze Wasser stammt aus den Ozeanen weiter südlich. Und flache Gebiete wie der Ärmelkanal trocknen aus, da das Wasser zu den Polen abfließt. Erstmals seit Beginn der Geschichtsschreibung ist Großbritannien Teil des europäischen Festlandes. Auch Irland und England sind nun verbunden. Man kann nun von London nach Paris zu Fuß laufen. Und die berühmten Strände von Miami befinden sich nun, da die Ozeane zu den Polen abwandern, im Landesinneren. Von Kuba nach Florida gibt es eine Landverbindung. Und Mexiko ist etwa 1/3 größer als zuvor. Die wandernden Ozeane sind eine Katastrophe für viele Tiere. Die meisten Fische leben in den seichten, futterreichen Küstengewässern. Diese Lebensräume sind nun verlandet. Die Ozeane werden nährstoffärmer. Viele Arten müssen sich neue Lebensräume suchen oder aussterben.
In Kalifornien versuchen Ozeanographen, die Lage der neuen Meere zu bestimmen, sollte die Erde sich weiter verlangsamen. Ihre Sensoren verzeichnen erschreckende Resultate. Wenn die Erde zum Stillstand kommt, so glauben sie, werden Kanada, der Norden der USA und weite Teile Europas unter Wasser liegen. Die Einwohner müssen fliehen oder sterben. Doch nicht nur das Wasser ist in Bewegung. Wenn sich die Erddrehung abschwächt, wird sich die Atmosphäre im oberen und unteren Drittel der Erde absetzen. Dies sind die einzigen Orte, an denen man atmen kann. New York, London und Toronto sind alle auf der sicheren Seite. Doch Mexico City und andere große Ballungsgebiete im Süden sind im Untergang geweiht. Die Luft dort ist zu dünn zum Atmen. ...1600 Metern Höhe. Doch mit der dünner werdenden Atmosphäre fühlt es sich an wie auf 5000 Metern. Der Luftdruck dort wäre wie auf dem Mont Blanc. Experten vermuten, dass man in niedriger gelegenen Staaten wie Kansas, Nebraska und Oklahoma noch atmen kann. Vom Norden strömt Wasser ein, vom Süden kommt die verdünnte Luft. Doch einige wenige Inseln im Landesinneren der USA bleiben bewohnbar. Diese Gebiete werden nicht überflutet. Sie gelten als bewohnbare Zone. Wer in Denver bleibt, findet den sicheren Tod. Come on, guys, let's go. Für Kinder und alte Menschen sind die Auswirkungen schon jetzt lebensbedrohlich. Nicht mehr lang und die Luft wird für alle tödlich sein. Die US-Regierung empfiehlt bis zu 25 Millionen Menschen im Südwesten, die Gegend zu verlassen. Die abnehmende Erdrotation setzt eine tödliche Reibung zwischen den äußeren Erdschichten und dem flüssigen Kern in Bewegung. Vulkanausbrüche und Erdbeben haben Straßen und Bahnschienen zerstört. Verkehrsstraßen sind landesweit gesperrt. Für Autofahrer gibt es keine sicheren Straßen mehr. Erdbeben, Vulkan und Gewaltausbrüche halten das Land fest im Griff. Wer dennoch reisen muss, sollte nicht auf Hilfe der Behörden zählen. Diejenigen, die sich auf den gefährlichen Weg in die bewohnbare Mitte der USA machen, werden Zeugen eines geologischen Umbruchs. Während Erdbeben den mittleren Westen verwüsten, hinterlassen die weichenden Ozeane verdorrte, hochgelegene Städte. New York, Boston und Halifax liegen nun im Landesinneren. Australien und Indonesien haben einen neuen Kontinent gebildet und Asiens flache Küsten verdienen den Namen nicht mehr. Innerhalb von nur 4 Monaten sind Hongkong und andere große Häfen ausgetrocknet. Die Schifffahrt ist weltweit zum Erliegen gekommen. Es ist das Ende des Welthandels und würde vor allem Europa, den größten Handelsblock der Welt, hart treffen. Die Fracht, die große Containerschiffe einst beförderten, bleibt jetzt liegen.
Doch die auslaufende Erddrehung birgt eine weitere Gefahr: den Tod durch Sonneneinstrahlung. Normalerweise ist die Erde durch ihr unsichtbares Magnetfeld geschützt. Es entsteht durch die schnelle Rotation des Eisenkerns der Erde und wird von der Erddrehung aufrechterhalten. Das Magnetfeld lenkt gefährliche Sonnenwinde ab, aber mit der Verlangsamung unserer Drehung wird das Magnetfeld abgeschwächt und unser Schutzschild bricht zusammen. Tropenstädte wie Miami sind nicht mehr flutgefährdet. Die Stadt liegt auf dem Kontinentalsockel des Atlantiks. Nun liegen Dutzende von Kilometern dieses Sockels frei und Miami ist ohne Zugang zum Meer. Zwar kann man hier noch atmen, dafür ist die Sonne tödlich. Der Sonnenstrahlungsindex ist mit einem Wert von 8 heute extrem hoch. Menschen, die sich im Freien aufhalten, sollten sich vollständig bedecken und sich nicht länger als 15 Minuten der Sonne aussetzen. Nicht vergessen, Sonnencreme bietet keinen Schutz. Vor etwa einem Jahr verlangsamte sich unsere Erdrotation. Jetzt drehen wir uns mehr als 340 Stundenkilometer langsamer als früher. Das Gesicht der Erde verändert sich stetig weiter. Die Gewässer sind weiterhin in Bewegung. Vor einem Jahr wurde es möglich, von England nach Frankreich zu laufen. Nun ist dieser Weg wieder versperrt. Für immer. Als der Nordatlantik zum Pol strömte, trockneten die flachen Gebiete vor dem europäischen Festland aus. Doch nun, da das Polarmeer anschwillt, werden Großbritannien und ein Großteil Europas von einem neuen Ozean geschluckt. London ist verschwunden. Berlin verschwunden. Moskau verschwunden. Die geschichtsträchtigen Städte Nordeuropas liegen alle am Grund eines neuen Meeres. Hunderte Millionen Menschen hatten hier gelebt. Auch der gesamte Norden Kanadas ist im Ozean verschwunden. Zwar sind die größten Städte des Landes noch da, Toronto, Vancouver und Montreal. Doch die gewaltigen Ozeane sind noch immer in Bewegung. Im US-Bundesstaat Kansas treffen Überlebende aus ganz Nordamerika ein. In einer beschlagnahmten Universität arbeiten Wissenschaftler daran, eine Zuflucht zu schaffen an dem Ort, den sie für den sichersten der USA halten. Das heißt, keine Überschwemmungen, viel Atemluft, minimale Erdbebengefahr. Doch die Probleme sind gewaltig. In dieser chaotischen Welt gibt es keine Nahrungsmittellieferungen, die Straßen sind nahezu unpassierbar. Alles, was sie essen, müssen die Menschen hier selbst anbauen. Es ist eine noch nie dagewesene Katastrophe. Die, die es bis hierher geschafft haben, sind auf sich allein gestellt. Es wird ein Kampf. Und dabei können sie sich noch glücklich schätzen. Nach 2,5 Jahren dreht sich in diesem Gedankenspiel die Erde nur noch mit 320 Stundenkilometern. Mehr als 1200 Stundenkilometer langsamer als früher. Ganze Länder liegen unter Wasser. In anderen ist die Luft zu dünn zum Atmen. Die Menschen haben mit weiteren verheerenden Folgen der Verlangsamung zu kämpfen.
Weltweit versuchen sie verzweifelt, genug Schlaf zu bekommen. Jeder Tag dauert jetzt mehr als 2,5 Tage und jede Nacht ebenso. Menschen sind nicht dafür geschaffen, in einer Welt zu leben, auf der es mehr als 60 Stunden lang hell ist. Es ist wie ein schlimmer Jetlag, der nicht mehr verschwindet. Die Menschen in den noch bewohnbaren Städten quälen sich mit zermürbendem Schlafmangel. Sie leiden unter Sehstörungen und verlieren die Kontrolle über ihre Muskeln. Hey, you okay? Es sind Symptome, die sonst bei Astronauten, U-Boot-Fahrern und Arktisforschern auftreten. Das Hirn ist benommen vor Müdigkeit. Hey, Buddy. Und die Welt um uns herum ergibt keinen Sinn mehr. Die Menschen in den noch bewohnbaren Städten quälen sich mit zermürbendem Schlafmangel. Sie leiden unter Sehstörungen und verlieren die Kontrolle über ihre Muskeln. Hey, you okay? Es sind Symptome, die sonst bei Astronauten, U-Boot-Fahrern und Arktisforschern auftreten. Das Hirn ist benommen vor Müdigkeit. Hey, Buddy. Und die Welt um uns herum ergibt keinen Sinn mehr. Die verlangsamte Erdrotation hat auch verheerende Auswirkungen auf die Tierwelt. Die Wanderungen der meisten Säugetiere werden von der Länge des Tages gesteuert. Doch nun werden die Tage nur noch länger, nicht mehr kürzer. Viele Zugvögel sterben, weil sie nicht nach Süden fliegen. Sie erfrieren, wenn lange kalte Nächte hereinbrechen. Anderen Arten droht dasselbe Schicksal. Karibus, Monarchfalter, Zebras. Sie alle sind auf der sich verlangsamenden Erde dem Untergang geweiht. Mit dem Abwandern der Ozeane an die Pole entsteht ein neuer Megakontinent in den mittleren Breiten der Erde. Eine Gruppe von Ozeanographen in San Francisco ist entschlossen, diesen Ort aufzusuchen. Sie wollen dort neu anfangen, wo einst Meeresboden war. Es verheißt mehr Hoffnung auf Leben, als in einer großen Stadt zu bleiben. Es ist eine verzweifelte Entscheidung. Doch auf dieser total veränderten Erde gibt es ohnehin kaum gute Entscheidungen. In nur 2,5 Jahren hat sich die Welt vollständig verwandelt. Doch das Schlimmste steht erst noch bevor. Vier Jahre sind vergangen, seit die Erdrotation begann, sich abzuschwächen. Inzwischen drehen wir uns mit nur noch 60 Kilometern pro Stunde. Die Sonne steht nun 13 Tage lang am Himmel, gefolgt von 13 Tagen Finsternis. Der alte Rhythmus von vier Jahreszeiten existiert nicht mehr. Das Klima wird von einem neuen Zyklus bestimmt. Hell und heiß oder dunkel und kalt. Während der langen Nächte können die Temperaturen auf minus 55 Grad Celsius absinken. Dem Menschen fällt es schwer, sich anzupassen. Die meisten Tierarten können dies gar nicht. Selbst wenn sie die Fluten überleben und Luft zum Atmen finden, die bittere Kälte bedeutet ihr Ende. Tiere, die Winterschlaf halten, haben bessere Chancen. Sie können lange Zeit ohne Nahrung auskommen.
Doch auch ihre Zukunft ist ungewiss, denn ihre Lebensräume sind überflutet oder die Luft ist zu dünn. Auch die Flora gehört zu den Opfern. Wichtige Nahrungspflanzen wie Mais und Weizen benötigen für ihr Wachstum viel Sonnenlicht. Gemäßigte Regenwälder erfrieren und erholen sich nie wieder davon. Nur die nördlichen Nadelwaldgürtel Kanadas und im Norden der USA sind robust genug, um der Kälte und Dunkelheit zu widerstehen. Doch sie stehen nun unter Wasser. Nun, da Atlantik und Pazifik zusammenfließen, werden Amerikas Städte vom Wasser geschluckt. Toronto, Halifax, Boston. Abermals sterben Millionen von Menschen in den USA und Kanada. Auch New York wird von dem neuen Ozean überflutet. Aber das Meer ist hier nur 100 Meter tief. Und die Wolkenkratzer ragen aus dem Wasser. Chicago am südlichen Rand der großen Seen versinkt gänzlich im Meer. Als das Wasser in U-Bahnen und die Kanalisation eindringt, flüchten die Menschen in Panik. Schon bald wird die gesamte Stadt unter Wasser stehen. In der Welt der wandernden Ozeane gibt es kaum noch sichere Rückzugsorte. Die lebensfeindliche dünne Luft hat fast ganz Afrika, Australien und Südamerika unbewohnbar gemacht. In Äquatornähe ist die Luft so dünn wie in 10.000 Metern Höhe. Das ist höher als der Gipfel des Mount Everest. Riesige Städte sind verwüstet und verlassen. Doch ein äquatorialer Kontinent erhebt sich, wo früher der Ozean war. Auf diesem neuen Megakontinent gibt es einige Orte, an denen die Luft dicht genug zum Atmen ist. Eine Gruppe junger Forscher fährt mit dem Schiff nach Westen. Sie wollen eine neue menschliche Siedlung errichten, wo einst Meeresboden war. Ihre Reise ist schwierig. GPS funktioniert auf der verlangsamten Erde nicht. Selbst Karten sind nutzlos, da der Ozean seine Form ständig verändert. Das Wetter in dieser brutalen Welt wird zunehmend unberechenbar. Durch die Erdrotation gibt es auf der Nordhalbkugel ostwärts ziehende Windsysteme, auf der Südhalbkugel ziehen sie westwärts. Man nennt dies den Coriolis-Effekt. Doch mit der langsameren Erddrehung werden diese vorhersehbaren Windmuster instabil. Engines are down. Es bilden sich neue Hochdrucksysteme, die über den Planeten ziehen. Die Stürme über den Ozeanen sind zügellos und wild. Sie können wochenlang andauern. Das Wetter auf dem Planeten ändert sich. 13 Tage Dunkelheit jagen Kältewellen um den Planeten. Hier in Miami versinken wir heute wieder im Schnee.
denn ein weiterer nächtlicher Sturm peitscht sich durchs Land. Man geht davon aus, dass der Schneesturm noch weitere 12 Tage andauert, bis die Sonne aufgeht. Orte wie Miami sind nicht auf harte Winter eingestellt. Viele Häuser haben überhaupt keine Heizung. Ein weiterer Schlag für die Städte, die ohnehin ums Überleben kämpfen. Doch das Leben rund um den Globus wird noch härter. Es ist 4,5 Jahre her, seit die Erdrotation sich in diesem Szenario verlangsamt hat. Drehte sie sich einst mit einer Geschwindigkeit von 1600 Stundenkilometern, steht sie nun fast still. Die Sonne bleibt ganze 16 Tage lang am Himmel. Mit der Verlangsamung der Rotation flossen die Ozeane in Richtung der Pole. 2 neue Ozeane haben sich gebildet. Kansas liegt nun direkt am Ufer eines neuen, gewaltigen nördlichen Meeres. Es ist 16 Kilometer tief. Etwa 800.000 Quadratkilometer der USA sind noch bewohnbar. Das ist weniger als ein Zehntel der einstigen Landmasse. Siedler haben sich einen Lebensraum geschaffen, ein Habitat, um Nahrungsmittel anzubauen und sich vor dem zunehmend extremen Klima zu schützen. In den neuen Meeren ist noch am ehesten Nahrung zu finden. Die Überflutung der Kontinente hat sie mit Nährstoffen angereichert. Das bedeutet viel Futter für die Fische. Die Warmwasserarten starben, als die Küstenökosysteme austrockneten und von den Ozeanen überschwemmt wurden. Doch viele Kaltwasserarten wie Kabeljau, Makrele und Thunfisch überleben. Wer in den Ebenen des Mittleren Westens ehemals Landwirtschaft betrieb, muss nun vom Fischfang leben. Während der langen kalten Nächte arbeiten Überlebende in Teams. Sie fangen Fische im eiskalten Ozean. Anschließend bringen sie ihren Fang zurück in ihr Habitat. Ein riskantes Unterfangen. Bei Temperaturen von minus 55 Grad kann der Körper nur wenige Minuten überleben. Doch das Fischen im Eis bietet nicht genügend Nahrung für die steigende Zahl von Flüchtlingen in den USA. Die Zeit wird knapp. Während sich die Erddrehung verlangsamt, bleibt der starke Schneefall schließlich aus. Die Corioliskraft, die das Wetter regulierte, ist verschwunden. Die Stürme sind nun zunehmend vorhersehbar. Eine verminderte Drehung bringt eine stabilere Wetterlage hervor. Doch es gibt weiterhin extreme Temperaturwechsel von heißen Tagen und kalten Nächten. Dieses beständige Wetter bedeutet weniger Niederschlag. Regen fällt meist weit draußen, über den Meeren und bleibt dort, da es keinen Wind gibt. Gelegentliche Regenfälle, die tagsüber Kansas erreichen, werden für die langen Trockenperioden gespeichert. Die Lage hier ist verzweifelt. Die Ozeanographen, die in San Francisco gestartet waren, sind mittlerweile als Schiffbrüchige auf dem Megakontinent gelandet. Sie suchen den früheren Meeresboden nach allem ab, was ihnen beim Überleben helfen kann. Ihre Entscheidung, hier zu leben, ist riskant.
Anders als die Menschen in Kansas haben sie nur das, was sie mitgebracht haben oder an Verwertbarem finden. Doch sollten sie erfolgreich sein, wird ihnen das größte bewohnbare Landstück des ganzen Planeten gehören. Diejenigen, die in den noch bewohnbaren Städten wie Miami bleiben, müssen sich härtesten Bedingungen stellen. Das Leben hier ist brutal. Es gibt kaum etwas zu essen. Die Stromversorgung ist unzuverlässig. Sauberes Wasser ist schwer zu finden. Es gibt keine Lebensmittellieferungen, weder über den Landweg noch übers Meer. Die Bequemlichkeiten des technologischen Zeitalters sind Vergangenheit. Wenn die noch verbliebenen Ressourcen aufgebraucht sind, gibt es in Miami keine Lebensgrundlage mehr. Die Zeit wird knapp. Das nahende Ende vor Augen verlassen die ersten Überlebenden die Stadt. Sie müssen einen Ort finden, der nicht wie Miami von Land umschlossen ist. Um in dieser bizarren Welt überleben zu können, brauchen wir Wasser in der Nähe. Doch das ist Tausende von Kilometern entfernt. Die Ozeane sind eine der letzten Quellen von tierischem Eiweiß, die der Planet bietet. In der mittleren Pazifikregion entsteht eine neue Siedlung. Ein kleines Basislager für Nahrung und Obdach. Mit Hilfe von Windkraft wird Strom erzeugt. Der Meeresboden trocknet aus.